Danke. Unsere Körper bestehen aus, wissen wir, Zellen, ja, Flüssigkeiten. Ja. Aber da existiert doch noch eine extrazelluläre Matrix, an der die ganzen Zellen optimal halten, optimal haften. Nicht seit gestern, sondern seit Millionen von Jahren. Die optimale natürliche Zellumgebung. Hey, Top-Evolution. Die Zellen, die verwende ich da gar nicht mehr, die Flüssigkeit mit dem sowieso nicht. Die extrazelluläre Matrix. Ja? Wutsch ist jetzt gut? Aus vielen Komponenten der extrazellulären Matrix werden Medizinprodukte entwickelt. Alles ganz natürlich. Ja? Unsere extrazelluläre Matrix ist ja innerhalb der eigenen Spezies denkt, ja Menschen. Zu anderen Arten evolutionär verwandt, ähnlich. Aber nicht ident. Hey, wir sind kein Schwein und keine Kuh. Ja? Und daher provozieren viele tierische Komponenten immer wieder Immunreaktionen im Menschen. Und das ist ein Problem. Lösung? Menschliche extrazelluläre Matrix. Ja, das ist eine Plazenta, das ist die Nabelschnur, das ist das Organ, das ist das Amnion. Ich habe jetzt nur das Stoffmodell mit. Ich möchte dazu noch etwas sagen. Also ist ja auch ein bisschen was Besonderes für mich. Jede gesunde menschliche Plazenta besteht aus einem über 300 Kilometer langen Blutgefäßsystem. Hä? Hey, Wien, Klagenfurt. Ein Organ. Neue Blutgefäße, ist das wichtig? Blutgefäßentwicklung. Ja, Plazenta. Top. Ein Organ. Dirigiert. Lungenfunktion. Hirnfunktion, Verdauungsfunktion, Hormonfunktion, vieles mehr, all in one. Das ist Multitasking, oder? Und Plazenta, top. Ja, und jetzt stellen Sie sich vor, allein in Europa sind jedes Jahr durch die Liebe über 250 Tonnen von diesem natürlichen Rohstoff vorhanden. Und was machen wir in Europa damit? Ich habe jetzt kein Feuerzeug dabei. Eigentlich tun wir es versorgen, also nicht versorgen, sondern leider entsorgen. Und verbrennen. Haben Sie Feuerzeug? Ja, genau. Also, aber Vorsicht. Ja? Denn die Plazenta als Quelle für neue, innovative Medizinprodukte, das kommt nicht. Das gibt es nämlich schon. Ja? Es gibt es bei Verbrennungen, bei chronischen Wunden in der Nervenregeneration, in der Sehnenrekonstruktion, in der Hornhauttransplantation, im Auge, der Nase, im Ohr, im Mund, in vielen wunderbaren Stellen unserer Körper erfolgreich. Hauptsächlich in Amerika, in Asien, bei uns nicht so. Das hat jetzt bestimmte verschiedene regulatorische Gründe, gesellschaftliche Gründe. Aber das ist jetzt eine andere Geschichte, wurscht. Ich habe auch ein bisschen was isoliert. Gehen wir es an. Menschliches Kollagen, vielleicht kennen ein paar von Ihnen Kollagen vom Lippenaufspritzen, Faltenaufspritzen. Seit Jahrzehnten der Goldstandard für die Klinik, für Füller. Menschlich isoliert. Menschliches Laminin, vielleicht was gegen Muskelschwunddystrophie. Da gibt es derzeit nichts. Isoliert. Aber auch was ganz was anderes, Alternativen aus der menschlichen Plazenta zu Tiermodellen, da gibt es teilweise Sachen, das erspare ich uns jetzt aber. Isoliert. Oh, Bioprinten, ein Begriff, 3D-Gewebedrucken, menschliches 3D-Gewebedrucken, ja, so ist gut. Ja, baut man klein, groß, größer, bis zum Organ. Es beginnt, ja. Ja, gut, das war eigentlich jetzt der kleine Frontalvortrag. Für mich wird es schon irgendwie weitergehen. Für Sie jetzt noch vielleicht ein bisschen, jetzt war der Typ mit der Plazenta da. Was macht er so den ganzen Tag? Also, ich habe auch zwei Kinder, die müssen wir zuerst mal in den Kindergarten bringen. Ja, Schnickengruß. Dann muss ich ins Labor, klar. Der Plazenta in den Mixer. Kommentare vorprogrammiert.
Oh, Erdbeerfrappe! Was ist dies? Ja? Die Jennifer Lopez schmiert sich sowas auf ihren versicherten Arsch. Vielleicht kriegt sie sonst keine Versicherung. Ha? Aber egal. Gut, wir haben jetzt die Plazente Mixer. Was machen wir dann? Wir tun abzentrifugieren, Magnet rühren, dialysieren. Nichts Großes, 3 bis 5 Tage Arbeitszeit, dann ist das Ganze isoliert. Dann wird das Ganze charakterisiert, getestet, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am Schluss kommt das Ganze dann steril in die Zellkultur. So eine Zellkulturplatte, Zellen dazu. Als 2D-Beschichtung, als 3D-Gel. Ja, und wir beobachten dann, was passiert. Dann werten wir das aus. Ja, und wenn die Zellen nicht gestorben sind, dann freue ich mich heute noch. Aber ich bin ja Forscher, Forscher sollen ja nicht nur forschen, die sollen ja auch Anträge schreiben, so Superanträge, damit das alles durchgeht. Dann mache ich das halt. Dann schreibe ich Anträge für mich, ich schreibe Anträge für Studenten, jetzt schon, für Schüler und wir isolieren dann gemeinsam. Ja, solche Sachen aus der Plazenta, coole Sache. Ich finde das sehr nett, dass das besonders die jungen Leute sehr neutral sehen. Das ist ein bisschen eine Generationensache mit der Plazenta. Aber ich halte auch manchmal Vorträge, das machen auch manchmal die Forscher, um aufzuklären, was man alles machen kann mit der extrazellulären Matrix der menschlichen Plazenta. So wie jetzt. Danke. Menschliches Ressourcenmanagement.